Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 19 DL Song mit den Kölner Haien. Wir haben heute mal wieder ein Heimspiel, nachdem wir gestern gegen München 4:1 verloren haben. Es geht gegen die Nürnberg Ice Tigers. Die sind 2 Punkte vor uns in der Tabelle. Das heißt also, wir müssen heute auf jeden Fall gewinnen, weil sonst ziehen die ein bisschen weg. Dann hätten die 5 Punkte Vorsprung, wenn sie eben 3 Punkte holen würden. Im schlimmsten Fall wären es 3 Punkte trotzdem. Das ist jetzt was. Wir wollen es jetzt mal ein bisschen oben hier so an der Tabellenspitze etablieren. Wir wollen der Gejagte sein. Und ja, deswegen heute ganz klare Voraussetzung. Das wird gefordert hier. 3 Punkte. Schauen wir, ob das Ganze gut geht. Auf jeden Fall hier die Trikots. Und ja, würde ich sagen, Schwierigkeit Superstar. Im Tor weiterhin heute wieder Gustav Wesslau. Weizmann wird natürlich wieder seine Einsätze bekommen. Aber jetzt hier Gustav ist hier Nummer 1. Und wenn wir jetzt hier um Platz 1 fighten, dann wollen wir natürlich auch mit der Nummer 1 im Tor spielen. Auch wenn er gestern tatsächlich bei 2 Gegentoren nicht so gut ausgesehen hat. Aber kriegen wir schon hin. So, ja, Nürnberg und Köln. Platz 1 und 2. In der Realität stehen sie im Tabellenkeller. Oh, jetzt hat gerade mein Handy wieder geklingelt. Das ist irgendwie immer so, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Ja, dann klingelt es. Will Acton, der Mann, der bei den Ice Tigers nicht so wirklich überzeugt. Ja, Wesslau seine Fangquote, wobei ich trotzdem sagen muss, dafür, dass wir wirklich hier selbst spielen, ist die Fangquote echt gut. Wir waren ja schon bei 90, halt gestern die 4 Gegentore haben uns ein bisschen runtergerissen. Ja, Andreas Jannicke, 90-7, 1 Shutout, 8 Siege, 3 Niederlagen, 2,04 Gegentore pro Spiel. Ich will endlich mal wieder ein Spiel haben, wo wir mal hier wieder 4-5 Dinger machen, ohne dass es irgendwie empty net ist. So, Schütz beim Bulli mit Müller und Aiken auf dem Eis. Oh, und wir gewinnen tatsächlich das erste Mal das Bulli. Ich bin begeistert. So. Austin Medeiski, erstmal hier ein Zeichen setzen. Direkt mal einen Schuss hier reinhauen. So, Reimer. Oh mein Gott. Will Acton. Oh, da war schon. Das war ein guter Save von Wesslau. Nein, das war aber schlecht rausgespielt von Kollege Müller. Und Wesslau wieder. Da müssen wir mal schauen. Bräuchte eigentlich jetzt mal neue Leute, aber natürlich laufen alle wieder mit. Medeiski, oh, Potter verpasst. Müller hatten noch. Schütz hinterm Tor. Oh nein, Mann. Und da ist das 1-0. Oder Vorlage Sean Lalonde. Habe ich zu viel rumgespielt jetzt. Naja. Da müssen wir jetzt mal wieder einen Rückstand daher laufen. Ach Mann, ey. Ich spiele jetzt mal 1-2 aggressiv, das haben wir doch nie gemacht. So, Moritz Müller geht nach vorne. Felix Sotto. Müller. Oh! Ellis hatten. Ja, weg ist er. Ja, geht's mir vorbei. Ach Mann, Strafzeit gegen Müller, ey. Ich werd gekloppt. Unterzahl, scheißegal. Kämpfen, KEC. Der magische Kai hier. Ach Mann, ich dachte, ich hätte die Scheibe. Lalonde. Wesslau hat die Scheibe. War aber keiner da zum Schnellspielen. Under 9 minutes gone. Only one goal hanging on the board so far. So it's 1-0. Die Ice Tigers prevail again. Lalonde.
Oh, das war dumm. Hätte er darüber gespielt, hätte ich keine Chance gehabt. Wasilewski. Oh, wird gecheckt. He's taken right into the stanchion. Hope he's okay. Oh, that's a dangerous play when you get run into the turnbuckle. Good work to get it back. The stick can break up a play, and it just did. The Ice Tigers needed something from their power play and didn't get it. Ich finde es mal erstaunlich, dass ich im Unterzahl fast mehr Chancen habe als im Powerplay. Ja, Unterzahl auf jeden Fall überstanden. So, Lewski, Pinizzotto. Oh, schon lange kein Tor mehr gemacht. Heading down low. Setting it up. Collect it now. Ja, Zweikampf mit Lalonde. Wie viel Eiszeit nimmt der bitte? Ich glaube, das ist auch so ein Problem, weil man merkt das schon, dass man dieses Jahr keinen Sean Lalonde mehr hat und keinen Christian Ehrhoff an der blauen Linie. Da steht jetzt halt ein Ellis. Ein Wicklund mit 59. Sulze, oh shit, man, warum habe ich keinen Schlagschuss? Hospital Tiffel zu Vira. The Ice Tigers are only half of the group in this game that has played very well over the last 10 games. Both of these teams have played almost identically. Yeah. The records are almost identical as they head into this matchup. Side to side they go, trying to generate something. Sulzer's slashed on Wicklund und Strafzeit gegen Nürnberg. The Ice Tigers are getting a minor here. Die Schussposition war leider bis zum Verteilten 59 Gesamtwertung. Jones. Madajski. Oh, alles wird hier geblockt, Mann. Müller. And snap to Jones. To the half wall. Looks to make a play. They've got the heat. Oh shit. Pressure now. Right on his stick. Can he get it out? Good clear that time, and so the power play unit will have to recoil. So, Jason Aiken probiert's jetzt mal alleine. Geblockt, abgewehrt, ja. Ah, da ist die Mann. Warum kein Schlagschuss, ey? Ich hab den wirklich jetzt zurückgezogen ins Stick, aber er macht keinen Schlagschuss. Cologne's had an aggressive mindset throughout these last 10 games. They forechecked extremely well. They've been aggressive and on the body. We'll see if they can impose their will on their opponent, who's played much the same way over their last. So, 26 Sekunden noch. Jason Aiken. Oh. Trying to relieve some of the pressure. Befreit und damit bleibt es dann 0:1. Schütz auf Müller. Or you need a little bit of puck luck. They didn't get any of it on that power play and they come back to even strength. Madajski, oh, schade. Ah, die Chancen sind wieder da, aber ich treffe das Tor nicht. He picks up a perfect pass, boy, what vision out of the defensive zone. Tja, damit geht's mit 0:1 ins zweite Drittel, aber es ist ja nicht so, dass es schlecht aussieht. Wir haben ja schon die Chancen. 7:7 Schüsse. It's a 1-0 game. Und verloren. Oh, Aiken mit dem langen Schläger. Dann wieder Marcel Müller. Vielleicht muss ich den mal auf rechts stellen. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Sometimes you rush the shot and end up missing the net. Need to slow things down next time. Ach nein, Mann, Strafe gegen Marcel Müller. Scheiße. Lächerlich. Oh, Ennis. Wessler mit dem Schläger. Und Pinizzotto, der schickt jetzt Kai Hosfeld, der alleine. Nein!
That was a good challenge. Better stop. Outstanding body contact. I wonder if that hit will change the momentum of this game. Oh Gott. He takes that point pass. Ach, Hospital. Shit, ich hab das jetzt nicht gesehen, Mann, weil ich fand das aber abseits. And they've won the neutral zone face off. China. Oh, jetzt die Chance. Ben Hanowski. Potter, nein, Pfosten. Well, a bounce sure would have gone a long way for them as they try and climb their way back into this game, but the post denies them. Ach, naja, gut, aber wenigstens haben wir wieder Unterzahl zu überstanden. So, Marcel Müller wieder auf dem Eis. Madajski, aber der wird geblockt. So, wir sind weggecheckt. Ach Gott, ich werde wahnsinnig, ey. Takes it in from the neutral zone. Fires. Weslow. Oh, bekommt. Die Zotto Zaleski, Hanowski. Ach Mann, ey. So, nächste Strafzeit gegen Nürnberg. Vielleicht geht jetzt was. The Ice Tigers get a minor penalty for slashing. Cologne's power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Nice face-off win. Blocked. Feeds the point. Und wieder Medoyski. Right next to the line. Jones. And now it's directed to Jones. Ach, Scheiße, ey. Somebody got in early, and so it's an offside. A little under 9 minutes gone. It's a 1-0 game. Das ist nur noch so. May not seem important in that territory, but they have possession. Directing that one to Akison. Ey, ich bin am Umstellen, Mann, und er. His own teammate got in the way. Laid on to Jones. Oh, ey, dass die da immer. Halt doch einfach den Schläger dahin, KI! So was Bescheuertes. Neutralized face-off win. Is able to move on in. Regathers it. That one is Gilbert, Dupuy. So, jetzt schicken wir mal Marcel Müller. 15 Sekunden haben wir noch für unser glorreiches Powerplay hier. Wieder Jennicke. Jones als Verteidiger, Mann. Right beside me, I can see that the players are getting a little bit restless as they pass the puck around the outside. Nobody shooting the puck. Nobody getting any traffic in front. Jawohl! Jason Aiken, Mann. Geht doch. Querpass mal wieder. Die 99% Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, um hier Tore zu erzielen. Jason Aiken, 10. Saisontor, das muss gewesen sein. Jo. Hat er wenig Lichtblöcke der Haie in der Realität. So, sehr gut. So, Uvira, der hat auch noch kein Saisontor. Ich frage mich jetzt, warum der da hinpasst, Mann. Och, es gibt eine Strafzeit gegen Tiflitz, ja. Nee, doch nicht. Okay, das wird eine Strafzeit. Hanowski, Fohlen, Pinizotto. Ja, Pinizotto. Crosses that line. Schade. Wonderful stop. Stick to stick, he's got it. A shot. The pad came in handy that time. Decides he wants the corner. Mann. Komm nicht dran. Sends to the point.
presses that attack. Big shot to the point. Didn't drag it very well there. Loose puck. Slides it to Dupuis. Up the boards with it now. Dishes it back. Föderl und Wesslau. Ja, 1:20 noch im zweiten Drittel. Slewski, aber wieder. Einfach mal auf den Torwart geschossen. So, Wicklund gegen zwei Nürnberger. Und Wesslau. Oh nein! Ecken, Wesslau. Scheiße, Mann. 1:1. Na gut, erster gegen zweiter ist eigentlich okay. 14:13 Schüsse. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mehr Schüsse aus Tor. Als Nürnberg. Also jetzt nicht mehr Schüsse an sich, aber mehr Schüsse als Nürnberg. So, Schütz verletzt Bulli gegen Acton. Lalonde wieder an der Scheibe. Komm, Potter. Ich werd bekloppt, Mann. Ich krieg den den Puck nicht darüber. Und einer hat einen Schläger kaputt. So, Potter. Auf Schütz. Ich hab mal gedacht, der läuft mehr in die Mitte. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Reimer. Wesslau. So, jetzt wieder Marcel Müller. Drüben Jason Aiken. Ah, knapp. Ah, shit, Mann. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. Mordaisky und auch wieder kein Tor, Mann. Wenn es bei ihm schon nicht läuft von der blauen Linie, dann läuft es bei gar keinem. Auf Philipp Sotto. Diese Schüsse sind eigentlich so sinnlos. Heads on to the corner. Ah. Der klappt nicht mehr mit Fohl. So, 10 Minuten noch. Alter, wie lange waren hier keine Unterbrechungen mehr? Was immer noch der Schläger liegt. So, Hinauski. Helles. Moritz Müller. Jännicke, jetzt gibt's. Immer noch nicht. Nürnberg in their own end, hoping to make a play to center. Takes that pass and looks on. Great take, dangerous area. Points it. Great job on a cut pass. So, jetzt komm. Etwas. Nein, Genoway! Oh, den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Wo ist denn Genoway auf einmal her? Das war jetzt wirklich das erste Mal heute im ganzen Spiel, dass ich Genoway gesehen habe. Also zumindest seinen Namen. So, Slewski. Genoway! Jawoll! 2:1, 5:46 vor Schluss. Ja, man muss schon lange genug verstecken und dann da sein. Kobe Genoway mit dem Pass auf Ben Hanowski und der mit seinem, keine Ahnung, wie viel Saisontor. Viele sind es auf jeden Fall noch nicht. Cologne's got the lead by one and we are in the third period and a dramatic stage is set. Viertes Saisontor. Wesslau gewinnt Bulli. Hubert auf Tschowski. Und da ist wieder Genoway. Jetzt ist aber heiß gelaufen hier. Wicklund mit dem Check. Ryan Jones. Und Jännicke. We had a tie game until just moments ago. It's a one-goal contest. From the face-off and they lock up in a good reach. That's help from the wing. Mein Hund bellt. Shoots one. Nein! Oh nein, Mann, da ist das Tor.
Och man, ey, da hat er die Führung nicht lang gehalten. Das war aber auch ein dummes Ding. Das riecht nach Overtime. Puck dropped and the winger stepped in to help. That's big. Passing one off now to Reimer. Oh, Potter. Freddy Tiffels, der ist cooler als das Eis da unten. Uvira, verdammt. Thought that one timer was really close, however the puck was just a bit behind him. It's a difficult shot. Tankt sich hier durch, wird jetzt aber dann doch hinter dem Tor die Scheibe abgenommen. Und Modaisky. Uvira wieder. Oh Gott, haben wir doch. Potter, auch der geht knapp vorbei. Looks to make a play from behind. Glides along the line. Nein. To Reimer. Ach Hund, ey, der hat sie nicht mehr alle. So, Marcel Müller. There's an example of getting yourself into the game. Reimer. The Ice Tigers have it along the side at mid-ice. Decides to head for the corner. 16 Sekunden noch. Nein, Mann, das gibt's nicht, ey. Tja, das war's. 3:2, die Nürnberger. Zweite Niederlage hintereinander. Patrick Reimer. Ach, so eine Kacke, ey. Oh, Idiot, das war's jetzt wirklich. Abseits. Tja, die Haie in der Krise. Zweite Niederlage hintereinander. Unfassbar. Und damit sind es jetzt 5 Punkte hinter Nürnberg. 18:17 für Reimer, Ex und Hanowski, die Spieler des Tages. Sehr toll. Kann ich mir nichts von kaufen von Ex und Hanowski. Naja, wir werden auch schon wieder in die Spur finden, aber jetzt 2 Niederlagen hintereinander, das ist natürlich nicht so fein. Gucken, wer morgen unser Gegner ist. Die Eisbären. So, dann simulieren wir mal. Wir sind sogar abgestürzt auf Platz 3. Wir haben sogar ein Spiel mehr als Ingolstadt. Wie scheiße ist das denn? Ach du Kacke. Wir haben sogar, Alter, warum haben wir so viele Spiele mehr? Wir werden, glaube ich, richtig durchgereicht hier. Ja, Nürnberg auf jeden Fall auf der 1, dann Ingolstadt auf der 2, Köln auf 3, Mannheim auf 4, dann Bremerhaven auf der 5, Eisbären auf der 6, Augsburg auf der 7, München auf der 8, die Wolfsburg auf Platz 9, Düsseldorf auf der 10, Schwenning auf der 11, Straubing auf der 12, Iserlohn auf der 13 und Krefeld-Pinguine auf Platz 14. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video trotzdem mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie für meine anderen Social-Media-Accounts. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge WWE2K19 Karriere, 15 Uhr NHL 19 DL-Song mit den Kölner Haien, 16 Uhr mein Community-Universe in WWE2K19 und um 18 Uhr das normale Universe. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Bin jetzt raus, bedanke mich bei euch allen fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.